Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired, das Early Career Network für Studierende und Young Professionals. Get Hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Insider-Informationen der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um von tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode. Wir sind heute in Berlin bei Liquid. Noah, Julian, schön, dass wir da sein können. Bin gespannt, was wir heute über Liquid erfahren. Ja, schön, dass wir da sind, dass ihr da seid und dass wir da sein dürfen. Definitiv, ja, ich freue mich auch. Noah, wir kennen uns schon ein bisschen, und zwar aus Zeiten von der Deutschen Bank. Jetzt bist du hier in einem ziemlich schnell wachsenden und großen Fintech. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie deine Journey so war? Gerne. Ich habe angefangen bei der Deutschen Bank, damals im Investment Banking, in so einem dualen Studium, in so einem Programm. Durfte in München die ersten Kinderschritte machen, sage ich mal, ein bisschen lernen, was man so im Bereich FX, aber auch Zins und Swaps und so weiter lernen kann. Und hatte parallel immer eine Studieneinheit hier in Berlin und bin dann eben zwischen diesen Städten hin und her gewechselt für eine längere Zeit, hatte auch einen Aufenthalt in Frankfurt, wo ich sehr viel lernen konnte von sehr vielen sehr kompetenten Leuten. Ich fand es spannend, kommt auf den Trading Floor, da sind einfach 200 Männer und Frauen, die alle im Zweifel viel mehr Erfahrung haben, viel mehr Wissen, sehr, sehr schnell sind im Geist und auch in der technischen Hinsicht. Und hatte eben lange diese Kontaktpunkte mit diesen FX-Transaktionen, die ja sehr schnelllebig sind. Einfach wenn ein Automobilhersteller 400 Millionen Euro in Dollar drehen will, ruft er an, sagt 1,1216, ich sage 1,1215, er sagt nein, ich sage doch, er sagt nein, ich sage doch, wir sagen okay. Und dann ist es fertig, fand ich echt spannend. Bin dann aber eher in so eine quantitative Rolle gegangen, zum Treasury in Frankfurt auch. Was nochmal viel Value at Risk war, Monte Carlo Simulation und so weiter. Hatte mich aber eigentlich durch mein Studium hier schon in Berlin ziemlich verliebt und wollte auch hier bleiben und habe mich dann als dritter Vertriebsmitarbeiter im Sales bei Liquid beworben und hier angefangen. Nach 9 Monaten bin ich dann Teamleiter geworden, jetzt mittlerweile in der Head of Sales Position. Und seitdem viele Mitarbeiter dazu gewonnen, konnten viele Neukunden gewinnen, haben auch das Team weiterentwickelt, inhaltlich viel gearbeitet. Und das so in einer ganz kurzen Fassung mein Weg bis hier. Das ist ja auch ziemlich spektakulär, wie du schon sagst, also dass man in einem schnell wachsenden Unternehmen, wie es jetzt Liquid ist, natürlich ganz andere Schritte machen kann, als jetzt zum Beispiel in einem etablierten Unternehmen, wie wir es halt auch beide kennen. Wir haben uns ja damals da auf dem Trading Floor in Frankfurt in der Tat zum ersten Mal getroffen, sonst wären wir wahrscheinlich auch nicht hier. Ja. Deswegen ist es ziemlich cool. Und was war denn so für dich so die größte Herausforderung, als du dann hier rübergekommen bist und hast halt gesagt, okay, du bist jetzt halt nicht mehr in diesem großen Unternehmen, wo du halt für alles total etablierte Prozesse hast, sondern du bist jetzt auf einmal in so ein bisschen, okay, dritter Mitarbeiter oder dritter Sales-Mitarbeiter, das heißt ja wahrscheinlich noch gar nicht so viele Strukturen implementiert. Ja, zum einen die Balance aus, boah, die sind in Berlin alle cool und so ein bisschen locker drauf und zu merken, wo die Leitplanken sind, die mein Vorgesetzter mir damals gesteckt hat, um genau zu erkennen, okay, das war ein lustiger Spruch und das war eben der Schritt über die Linie vielleicht auch mal. Das fand ich am Anfang herausfordernd. Was meine größte Herausforderung war, mir ist tatsächlich aufgefallen, nicht jeder Anleger will erklärt bekommen, wie der Value at Risk funktioniert. Jeder Privatanleger, nur vorher waren das institutionelle und Firmenkunden. Und da erstmal zu lernen, zuhören ist das Allerwichtigste und nicht eben die ganze Zeit nur von diesen Fachbegriffen erklären. Das interessiert einen Privatanleger, meiner Erfahrung nach in den wenigsten Fällen, so im Detail. Also das war würde ich sagen, die größte Herausforderung auf jeden Fall. Auch Julian, du bist ja auch in deiner, glaube ich, zweiten großen Station hier. Also was bei Noah Deutsche Bank war bei dir ein Mobility-Tech. Ist das richtig? Das ist richtig, was allerdings auch ja, kein großes Unternehmen war. Ich war dort bei Viculum Mitarbeiter 3, also ähnlich wie Noah hier im Sales-Team.
Genau, und bin dann dort die klassische Berliner Start-up Karriereleiter immer Stück für Stück hochgeklettert. Bin dort schon als Werkstudent sozusagen reingekommen, hatte relativ wenig Ahnung, aber wie es dann halt in so kleinen Unternehmen ist, ne? Man bekommt relativ schnell Verantwortung und wächst mit den Aufgaben und natürlich auch mit der Größe des Unternehmens. Wir waren dann dort auch zur Spitze knapp 130 Mitarbeiter. Genau, ich habe dort genauso wie hier auch das People and Culture Team betreut. Bei Vehicle waren wir damals auch knapp sieben Leute und so ist es im Endeffekt jetzt hier auch. People and Culture bedeutet hier, dass wir uns natürlich auf der einen Seite auf das Recruiting konzentrieren, also neue junge Talente an Land holen. Was natürlich ja, für alle Unternehmen eine große Herausforderung ist und auch in Zukunft eine größere noch wird. Dann haben wir natürlich das ganze Thema HR Operations, ne, also Verträge, Kündigung, Salary und. Dann haben wir ein überragendes Office Management, die mehr sind als Office Management, sondern die ja, organisieren Events, Reisen. Also wir waren jetzt in Amsterdam für 3-4 Tage, das haben die wirklich von vorne bis hinten super gut organisiert. Genau, dann haben wir natürlich noch das ganze Thema Business Partnership. Also die Kollegen und Kolleginnen kümmern sich um Themen wie Onboarding, Feedback-Meetings und sind, ja, ich sag mal, Partner von Leads und Mitarbeitern und sind da eng dran. Genau, von daher, ja, klassische Berliner Startup-Scale-Up-Karriere, jetzt nicht Background Deutsche Bank. Genau, und bin jetzt seit Januar bei Liquid. Jetzt habt ihr beide einen Hintergrund, auch wieder eine Parallele. Ihr habt beide schon während des Studiums ziemlich viel in Unternehmen reingeschaut. Was würdet ihr sagen, hat euch das am meisten geholfen, so beim Beginn eurer Karriere, aber auch jetzt, wenn ihr so zurückblickt auf die letzten Jahre? Essentiell. Also ich habe im Bachelor habe ich wirklich nur Praktikas gemacht und das ist halt, du kommst halt irgendwo rein, dann hast du da deine Aufgaben, die sind meistens, wie es in so Konzernen dann ist, nicht wirklich verantwortungsvoll mit viel Input oder Output. Im Master habe ich mir dann sofort eine Werkstudentenstelle gesucht und da bist du dann halt einfach langfristiges Mitglied an einem Team und hast natürlich auch viel mehr Verantwortung, viel mehr Input und lernst natürlich auch ganz anders. Im Masterstudiengang habe ich dann relativ schnell gemerkt, mit was für Dingen sich meine Kommilitonen und Kommilitonen beschäftigen und ich und auch was ich dann schon für einen Wissensstand nach anderthalb Jahren, zwei Jahre aufgebaut habe. Das war für die Schritte, die ich dann die Jahre danach gegangen bin, war das essentiell und war echt ein wahnsinniger Boost. Und nebenbei verdient man ja noch ein bisschen Geld, also das darf man ja auch nicht vergessen. Von daher gibt's nur Win-Win beim Thema Werkstudenten. Also und das auch aus Unternehmenssicht. Genau. Fair. Ich denke, bei mir war es, nach dem Abitur wollte ich direkt eigentlich anfangen. Also ich hätte das Studium empfunden wie den Platz auf der Auswechselbank. Und ich wollte direkt mitspielen und Tore schießen und Tore vorbereiten. Und das war für mich durch das duale Studium eigentlich perfekt. Sicherlich hat das auch ein bisschen manchmal so diese kleinen rebellischen Sachen gefördert, dass man in der Uni sitzt und was lernt und weiß, in der Theorie klingt es schön, aber in der Praxis wird es häufig anders gelebt. Aber nichtsdestotrotz war genau diese Balance für mich traumhaft, weil man dann halt A, das Gelernte direkt einsetzen kann und umsetzen kann und B, dass man eben diese Abwechslung hat. Ne? Nicht die ganze Zeit nur schon in diesem Arbeits-, in diesem Modus operandi sein, sondern eben auch im Theoretischen immer wieder so Input zu bekommen. Fand ich perfekt. Ja, kann ich total nachvollziehen, weil ich glaube, so dieses, okay, du willst was machen, anstatt nur zu sagen, okay, ich lerne und dann auf einmal, okay, Klausurphase, okay, jetzt muss ich den Kram noch vorbereiten, sondern dass du halt schon wirklich, okay, ganz konkret anpacken kannst und
kann ich total nachvollziehen, weil halt gerade so dieses, als Praktikant ist man halt schon ein bisschen eher so Gast, als ja, als Werkstudent bist du halt Teammitglied und bist halt nicht auf der Ersatzbank, genau. Jetzt haben wir schon ein paar Mal Liquid erwähnt als Namen. Könnt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, was Liquid ist, was ihr macht und womit du dich zum Beispiel, Noah, jeden Tag beschäftigst? Gerne. Also grundsätzlich ist die Idee, wir nennen das so die Creators, Makers und Doers unserer Gesellschaft, ja. Im Berliner Englisch quasi, wollen wir die Möglichkeit geben, so zu investieren, wie das auch das Smart Money macht. Mhm. Smart Money ist für manche ein Begriff, für andere nicht. Heißt im Endeffekt, dass schlaue Geld, also das Geld der institutionellen Investoren wie Family Offices, wie Pensionsfonds, die seit Dekaden sich an Prinzipien halten beim Investieren, die von den Privatanlegern manchmal umgesetzt werden durch Zufall, teilweise eher nicht. Ich sehe da regelmäßig Depots oder Portfolios, wo man sagen muss, da ist zum Beispiel ein Homebuys drin. Ne? Dann ist jemand zu 80% in Deutschland investiert, weil er meint, eben hier, sich hier auszukennen, aber ist natürlich aus professioneller, aus dieser Smart Money-Brille kaum eine gute Investition. Wir wollen also diesen Anlegern, den Affluent Investors, so wie wir sie nennen, Zugang geben zu nicht nur diesen Prinzipien, weil die Prinzipien sind das eine, aber auch zu den tatsächlichen Anlagelösungen der Hochvermögenden, der Profis. Das heißt, nicht nur eine sehr genau definierte Vorgabe für ein Wealth Management, für die klassische Vermögensverwaltung, sondern eben auch illiquide Investitionen in Private Equity, in Venture Capital und in Real Estate. Da fangen wir an ab so 200.000 und unsere Kundengruppe geht so bis 5 bzw. 10 Millionen Euro, so ganz grob. Und denen wollen wir im Endeffekt Zugang geben zu diesen Lösungen. Die Geschichte von unserem Gründer geht eigentlich so los, der war in Oxford und in Harvard, war bei Goldman Sachs und bei noch vielen anderen großen Unternehmen. Und der hat festgestellt, A, er kennt sich an sich sehr gut mit Finanzen aus, B, er ist extrem beruflich eingebunden und hat eigentlich kaum Zeit, sich darum zu kümmern, und ist für eine Bank, die ihr Wealth Management bis 100, 200.000 anbietet, eigentlich schon zu professionalisiert, eigentlich wird da nicht genau sein Bedarf gedeckt. Aber ein Family Office auf der anderen Seite, was ab 10, 15 Millionen das erste Mal den Hörer abnimmt, das ist eigentlich, dafür ist er noch zu klein, sozusagen, muss man fairerweise sagen. Und genau in dieser Mitte positionieren wir uns und wir wollen der Ärztin und dem Lehrer den Sonntag freiräumen, effektiv, um zu sagen, hey, du kannst dich am Wochenende mit deinen Kindern an Spielplatz setzen und da den Tag genießen, weil du dich nicht um deine Finanzen kümmern musst. Dieses ganze Sorgenthema, was bei vielen Menschen ja, glaube ich, die Finanzen einfach sind, wollen wir abnehmen und sagen, wir geben dir dieses Financial Peace of Mind, du musst dir keine Sorgen mehr machen um deine Anlage, sondern wir kümmern uns um das Thema. Das ist so die Grundidee von Liquid. Und es geht dann auch primär darum, was du sagst, also wenn du jetzt zum Beispiel gewisses Vermögen hast, aber jetzt noch nicht so weit bist, dass du sagen kannst, okay, ich gehe jetzt direkt zu Sequoia und sag denen, okay, Freunde, ich glaube, dass ihr das gut macht, nimmt mal mein Geld und sagen die, okay, ja, ist halt ein bisschen wenig, sondern genau das macht ihr, dass ihr halt sagt, okay, ihr nehmt es dann zusammen, das Geld, und geht dann zu den großen Venture Capital Funds oder zu den großen PE Funds und sagt dann, okay, wir kommen jetzt mit einem großen Ticket und jetzt kannst du auch mitmachen und dann kann ich partizipieren daran. Spannend, dass du Sequoia erwähnst, als ja den renommiertesten Venture Player eigentlich am Markt. Wir arbeiten mit denen indirekt auch zusammen in unserem neuesten Venture Fonds. Spannenderweise ist in dem Segment Volumina nicht das alles entscheidend. Mhm. Also wenn man mit diesen sehr renommierten Zieladressen sich anschaut, Permira, EQT, aber auch Sequoia oder Earlybird oder andere Adressen, dann stellt man schnell fest, ich kann hier 100, 200, 300, 500 Millionen Euro haben, aber wenn die mich nicht kennen, dann werde ich da nicht reinkommen, dann werde ich da nicht weiterkommen. Das heißt, wir haben, abgesehen davon, dass wir diese Losgrößen reduzieren, haben wir eben auch die guten Beziehungen,
durch Venkat unter anderem, der Dachfondsmanager für unser Venture-Angebot, aber auch durch Haku Capital, das Family Office der Quant-Familie und jetzt neuerdings natürlich auch noch die LGT aus Liechtenstein, unserer weiterer Kooperationspartner und auch Investor, die uns sozusagen diese Himmelspforte öffnen zu den Produkten der Family Offices. Ja. Super spannend. Ich finde auch natürlich sehr, sehr spannend, dass du damit ja auch, dieses Thema Öffnen von Türen ist ja ein ganz, ganz großes, weil gerade wenn man sich jetzt so die Schere zwischen Arm und Reich anschaut, ist es ja oft so, dass es halt so ist, dass natürlich jemand, der ganz oben ist, ganz andere Investmentmöglichkeiten hat, weil er da meinetwegen am Golfclub hört, da ist die Investitionsmöglichkeit überhaupt, und wenn du nur 20 Millionen noch reinlegst, dann kannst du daraus ganz, ganz viel machen. Das ist echt beeindruckend, wie man das schafft und dass du dann natürlich auf einem ganz anderen Level partizipieren kannst. Ja, also ich glaube auch das Öffnen der Türen und natürlich das Verringern der Losgröße ist, glaube ich, so sind die zwei Kernaspekte. Dieses Thema, was wir gerade so besprechen, ist es auch was, wenn ihr mit neuen Mitarbeitern sprecht, was für die besonders wichtig ist? Da gibt es bestimmt starke Unterschiede, je nach Abteilung, könnte ich mir vorstellen. Bei den neuen Vertriebsmitarbeitern sicherlich, aber da teilt sich das auch auf in die Leute, die wir ins Boot holen, weil sie vertrieblich extrem stark sind, und die Leute, die aus der Finanzszene kommen, die eben vom Finanzwissen her sehr stark sind. Jeder, der aus einer Großbank kommt, der wird EQT oder Permira kennen. Leute, die vertrieblich extrem stark sind, können mit dem Begriff nicht unbedingt am Anfang schon was anfangen. Aber das kann auch ein großer Vorteil sein. Ich weiß nicht, wie du dann bei anderen... Es kommt, natürlich hängt es vom Department ab. Ne? Mhm. Also zum Beispiel People and Culture. Natürlich war für mich das Produkt schon wichtig, aber das war nicht das Wichtigste. Mhm. Ne? Für mich waren die Personen hier einfach ausschlaggebend. Wenn ich jetzt mal Richtung Marketing zum Beispiel schaue, so, da ist natürlich, oder Marketing und Produkt, ist natürlich klar, dass die Produktleute da einen ganz anderen Fokus haben und genau deswegen zu uns kommen. Beim Marketing ist dann eher natürlich die Kundengruppe bei dem einen oder anderen ausschlaggebend. Okay, ich habe Bock auf diese Kundengruppe. Also da, glaube ich, gibt es dann unterschiedliche Perspektiven. Aber ich glaube, wenn jemand bei uns ein Produkt arbeitet oder auch im Sales und er hat keine große Lust mit dem Produkt, dann ist es schwierig. Wird schwierig, genau. Wobei, selbst bei People and Culture würde es dann schwierig werden, aber die Verhältnisse sind natürlich ganz anders. Speaking of which, wenn ihr euch jetzt als Fintech seht, was sind die wichtigsten Sachen bei neuen Kollegen, worauf ihr achtet? Also wenn du jetzt aus dem Bereich HR People Culture drauf schaust oder wenn du jetzt aus der Sales-Perspektive schaust, also so das Bild vom, wenn ich jetzt gerade beim Sales bleiben darf, so vom Sales im Bereich Finance vor Augen, da haben ja viele irgendwie hier Wall Street und so weiter im Kopf. Ja. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger, deswegen habe ich bei dir volles Vertrauen, dass für euch alles total seriös ist. Ja. Aber was sind so die Key-Qualifikationen für einen guten Sales bei dir? Ja, also ich finde, das sind drei grundsätzliche Aspekte, auf die ich in der Vergangenheit bei Einstellung geschaut habe. Es ist zum Ersten natürlich das Finanzwissen, wie viel Produktexpertise bringt derjenige mit. Das ist auch stark unterschiedlich von einer Großbank, wo extrem viel Expertise da ist. Aber wenn man zum Beispiel aktuell ein Team von 8 Leuten hat und man holt sich jemanden rein, der sehr, sehr viel Finanzwissen hat, dann wird sich das ja sofort auf die gesamte Organisation, also nicht sofort, aber mit einer Zeit übertragen. Das heißt, Finanzwissen, ein extrem wichtiger Faktor. Dann das vertriebliche Know-how. Das war bei mir zum Beispiel, als ich angefangen habe, wahrscheinlich so bei -5. Weil mit institutionellen Kunden sprechen ist das eine, mit Privatkunden sprechen das andere. Also die Fähigkeit zuzuhören, die richtigen Fragen zur richtigen Zeit zu stellen und nur ein Argument oder zwei Argumente zu bringen, die den Interessenten überzeugen und nicht den Wasserfall machen, wie toll man ist und wie toll alles ist, was wir tun. Und das Dritte ist definitiv die Einstellung oder der Mindset. Also wie kritikfähig ist jemand, wenn man ein Ziel setzt, wie geht er damit um, wenn auch mal Unwägbarkeiten kommen, wenn man nicht weiß, wie es genau weitergehen wird, wie reagieren die Leute darauf? Also das wären die drei Faktoren für den Vertrieb.
Ja. Allgemein, vielleicht noch ergänzend, ist es auf jeden Fall das Mindset. Hm. Und mit Mindset meine ich auf der einen Seite, dass gerade junge Kollegen und Kolleginnen oder nicht nur junge, generell intrinsische Motivation brauchen. Hm. Also da trennt sich wirklich, wirklich die Spreu vom Weizen. Das spürst du auch sofort. Hat jemand wirklich richtig Bock auf die Sache und wühlt er sich bis ins kleinste Detail in diese Thematik ein und überlegt sich selbst Lösungen oder entdeckt vielleicht auch nochmal irgendwie was Neues? Oder musst du halt immer ihm anschubsen, anstoßen und alles irgendwie aufzeigen? So, das ist gerade, oder generell, wie gesagt, es trennt sich da die Spreu vom Weizen. Ansonsten, glaube ich, so generelle Dinge, die man braucht, um hier echt einen super coolen Job zu haben, ist natürlich auch Ärmel hochkrempeln. So, wir sind kein 5000-Mann-Unternehmen. Das bedeutet, du merkst auch oder du hast oder du spürst extrem Input-Output-Faktor. Ne? Also man spürt sofort, okay, hier ist ein Rädchen extrem gut. Und du spürst es auch als Praktikant zum Beispiel, okay, ey, ich habe ja sofort Impact. Ja. Das wird sofort irgendwie umgesetzt. Also was heißt sofort? Aber wir brauchen jetzt nicht 3-4 Monate, sondern das wird teilweise in 2-3 Wochen umgesetzt. Und das ist dann ja auch das, was die Leute dann wieder antreibt und pusht und was dann ja auch Spaß macht. Ne? Aber klar, man muss Ärmel hochkrempeln. Außerdem, ich glaube, dass jeder einen gesunden Blick bezüglich unternehmerischer Denkweise hat, ist, glaube ich, überall wichtig. Gerade auch wieder in einem jüngeren Unternehmen und kleineren Unternehmen, wo wir jetzt nicht riesengroße Freigebungsprozesse haben, sondern wenn jeder mitdenkt und wenn jeder auch überlegt, okay, macht das hier Sinn, es geht ja auch um die eigene Zeit, die man teilweise investiert in Projekte, ist das wahnsinnig hilfreich. Ich glaube, ich sag mal, ein prozessuales Grundverständnis, also logisch an Dinge rangehen und natürlich auch pragmatisch rundet das Ganze dann noch ab. Und wenn man diese Dinge, ich sag mal, bezüglich Mindset mitbringt, glaube ich, hat man in jedem jungen, aber auch klassischen Unternehmen eine große Chance, Schritte zu machen. Und auch schnell Schritte zu machen. Wie kann ich euch überzeugen, dass ich mega motiviert bin, Bock habe, die Ärmel hochzukrempeln und Gas zu geben? Also wenn ich jetzt bei euch im Interview sitze, wie haue ich euch da vom Hocker? Ja, aber bei jeder Position gibt es ja nicht nur ein Interview, sondern wir arbeiten auch bei Praktikanten mit Case Studies. Okay. So, und da ist eigentlich schon der erste Filter. Ne? Also gibt auch dann Praktikanten, die sagen, nee, mach ich nicht. Keine Lust. Ne? Also, okay. Sowas gibt es. Ne? Oder dann gibt es. Nächste Runde. Ja, ne? Auf der anderen Seite, da hat sich der Markt natürlich auch ein bisschen gedreht. Ne? Also die kriegen auch, ohne irgendeine Case Study zu machen, einen Job. So, aber das ist für uns natürlich so erstmal so ein Zeichen. Und da haben wir zum Glück noch die Position zu sagen, okay, hat er wirklich Bock auf uns? Beziehungsweise macht ihm diese Case Study keinen Spaß? Weil eigentlich muss ja der Reflex sein, okay, ist eine coole Aufgabe, komm, da bohre ich mich mal rein. Auch wenn es vielleicht mal Sonntag 17 Uhr ist. Und das siehst du natürlich. Ne? Also wie viel Zeit da investiert wurde und wie viel Spaß das dann natürlich auch macht oder halt auch nicht gemacht hat. Gut, aber ist ja auch dann faires Feedback. Dann sagen, okay, dann hat sich das halt erledigt und wenn es für andere Unternehmen passt, ist natürlich auch fair. Also, und aus Bewerbersicht, wenn ich jetzt eine Case Study bekomme als Praktikant oder als möglicher Praktikant und das spricht mich gar nicht an, dann ist es vielleicht auch die falsche Position oder das falsche Unternehmen. Also, das ist dann ja Win-Win auch für beide Seiten. Ja. Ich glaube, es macht schon Sinn zu sagen, okay, nur weil andere vielleicht andere Standards haben, senken wir nicht unsere Standards. Ja. Natürlich die nächste Frage, okay, das heißt, dass ich dann von euch eine Case Study bekomme, die ich dann übers Wochenende zum Beispiel lösen darf. Genau. Okay, cool. Genau, also teilweise kommt natürlich dann auch ein bisschen auf das Management-Level an. Teilweise ist es dann auch so, dass wir sagen, okay, du hast nur 3 Stunden Zeit, wir schicken es dir um 13 Uhr, bitte schick es um 16 Uhr zurück.
so, aber ja, das ist dann davon ein bisschen abhängig, genau. Aber wie du sagst, also das kann auch sein, dass, dass man das dann an einem Sonntag machen kann, also dass es nicht so kollidiert wird. Also ne, hier macht ihr bis Mittwoch, also 5 Tage weiter ja, Gedanken beziehungsweise bearbeitet die Case Study. So, also, aber man spürt es dann ja auch in der Situation, okay, hat die Person das wirklich gemacht, okay, hat die wirklich Spaß dabei, ne? Also ja. Klar, man ist sich nie, also man hat ja nie irgendwie eine gewisse Sicherheit, ob irgendwie passt oder nicht passt, aber das ist auf jeden Fall schon für uns ein wichtiges Instrument, um das herauszufinden. Ja, und da soll dann idealerweise kein Hyperlink zu Google noch, zu Wikipedia drin sein oder sowas. erinnere ich mich an eine Präsin der Uni, da war noch ein Hyperlink zu Wikipedia drin. Das war echt witzig. wie kann ich mir so eine Case Study vorstellen? Also natürlich soll dir nichts verraten, was hier den Leuten unfairen Vorteil bringt, aber können wir mal so sagen, okay, in welche Richtung das geht, weil sonst würde ich mich mal bewerben, was meine das Trigger. Das kann alles Mögliche sein, das kann erstmal von wirklich Recherche auch, ne? Also es hat ja meistens auch nicht nur eine Aufgabe, ist eigentlich ähnlich wie in der Schule, ist erstmal so ein bisschen Recherche, aber dann gibt es natürlich auch Transferaufgaben und das ist dann natürlich immer ein bisschen abhängig von der Thematik. Also im Recruiting hast du dann, spielen wir teilweise wirklich so einen Recruiting-Prozess einmal durch. Wie würde die Person das aufbauen? Wie würde sie vorgehen? Wie würde sie die Leute bei LinkedIn dann auch wirklich anschreiben? Also denk dir mal einen Text aus. Wie würdest du mit den Hiring-Managern umgehen? Und das ist dann natürlich hier vor Ort die Grundlage, um da einfach nochmal ein bisschen tiefer reinzubohren. Situativ. Und beim Marketing ist es dann teilweise auch, ja, schreibt man einen Text. Zack, zack, zack. Das ist komplett individuell, abhängig vom Department und von der Rolle. Und das heißt, also bei euch ist der vom Prozess her, also Bewerbung, Case Study und dann auch die Senior Interviews dann wahrscheinlich. Ja, genau. Also der Screening wird größtenteils von unser oder von meinem Team gemacht. Genau, dann gibt es bei den meisten Positionen erstmal ein Video-Interview, 30 Minuten, werden dann so ein Klassiker abgefragt, wie, ja, wann kannst du starten, und wird nochmal so ein bisschen durch den CV durchmarschiert. Manchmal ist dann auch schon der Hiring-Manager mit dabei. Genau, wenn das alles gut verläuft, dann gibt es entweder hier vor Ort oder auch per Video dann nochmal ein Gespräch mit dem Hiring Manager, geht es dann auch thematisch ein bisschen tiefer zur Sache. Und dann ist eigentlich die Case Study. Und nach der Case Study, spätestens dann, ist die Person dann hier auch vor Ort, außer es geht irgendwie aus ganz bestimmten Gründen irgendwie nicht. Und dann können wir auch eine Entscheidung treffen. Genau. Klar, ich sag mal, bei Head-of-Positionen ist der Prozess natürlich ein bisschen intensiver, aber wir schauen natürlich schon drauf, den Prozess ja aus Bewerber- und Bewerberinnen-Sicht relativ zügig und knapp zu halten, um da auch ja, schnell eine Entscheidung zu treffen, beziehungsweise den Aufwand dann natürlich auch so gering wie möglich zu halten. Genau, also im Endeffekt zwei Calls plus Case Study. Genau. Okay, cool. Und jetzt haben wir eben schon ein bisschen angeschnitten, also dass ihr beide halt sehr krass mitgewachsen seid. Das ist wahrscheinlich dann auch eine von den Key Qualities, die ihr dann checkt, okay, hast du Bock mitzuwachsen oder bist du eher so ein Typ, der so ein bisschen stationär ist und bloß nicht so viel Veränderung? Ich denke, wichtig gerade in einer Leadership-Position in einem Startup ist so ein Growth-Mindset allgemein. Das heißt, für mich heißt das konkret, dass man schauen muss als Leader, was kann ich jemandem zutrauen, wo er sich entwickeln kann. Ne? Also natürlich gibt es ganz, ganz viele Fähigkeiten, die ich selber, aber auch Leute aus meinem Team heute noch nicht können. Das heißt aber nicht per se, dass sie sich da nicht hinentwickeln können. Das ist auch was ganz konträr zu dem, was ich in der Bank erlebt habe. Da ist meine Wahrnehmung gewesen, du kannst das heute nicht, du wirst das nie können, ciao Kakao. Und da sind wir eher in der Richtung, hey, wenn du an die und die Stelle hin möchtest, musst du A bis Z lernen und dich in den Bereichen weiterentwickeln. Und diese grundsätzliche Einstellung sollte man, glaube ich, zu den anderen, aber auch zu sich selber haben.
und sich auch so ein bisschen diesen Freiraum gönnen, sich entwickeln zu können und auch Fehler zu machen. Wie ist es bei euch so, was jetzt Homeoffice betrifft, oder seid ihr ziemlich viel hier im Büro? Also wir sind ja eben hier reingekommen, ziemlich schickes Büro, was ihr habt. Wie ist da bei euch so die Policy? Eine ganz offizielle Policy, departmentübergreifend, haben wir nicht. Das macht jedes Department so wie es passt. Und da hat natürlich auch jedes Department so ein bisschen unterschiedliche Bedürfnisse, sage ich mal. Ne? Also Sales Team ist zum Beispiel ein Team, was viel hier vor Ort sein ist oder auch gerne sein möchte, genauso wie das People and Culture Team. Wenn ich jetzt mal so Richtung Tech schaue, die sind dann vielleicht einmal die Woche da. Aber ja, klar, also wir sind da flexibel eingestellt. Wir haben teilweise auch Kollegen, die sind in Barcelona oder auch einige in München. Also da sind wir komplett flexibel. Genau, aber ich persönlich bin ein Typ, ich brauche das hier irgendwie auch, dieses Face-to-Face. Ich bin kein klassischer Homeoffice-Typ, was dann ja auch wiederum für die Kultur hier spricht, dass die Leute dann doch schon gerne auch vielleicht nicht 5 Tage, sondern vielleicht 3 Tage dann hier vor Ort mit allen zusammen verbringen wollen. Genau, aber im Endeffekt sind wir da komplett flexibel. Klar, am Anfang, ne? Es ist natürlich sinnvoll, dass man ein bisschen mehr im Office ist, um das alles zu verstehen und Prozesse kennenzulernen. Aber danach ist das komplett flexibel eigentlich. Was sind für euch so die bisher tollsten Erlebnisse bei Liquid? Beachparty in Amsterdam. Okay. Sehr konkret. Ich fand auf jeden Fall unser Firmenfeier für 6-jähriges Bestehen in Amsterdam war unfassbares Erlebnis, super organisiert, wunderbar, dass irgendwie 90% der Mitarbeiter alle da waren, alle an einem Ort. Das hatten wir noch nie. Also gerade in Corona-Zeiten hast du ja nie die Phase gehabt, wo alle an einem Ort wirklich waren. Das war galaktisch, habe ich sehr genossen, fand ich sehr cool. Gleichzeitig war es natürlich auch toll, die Anfangsphase mitzuerleben. Ich bin 2019 im Oktober reingekommen und dann verdoppelt sich das Team und du siehst in deinen Salesforce-Dashboards immer, wie sich die Monatsergebnisse einfach sehr rasant wachsen und dieses dynamische Umfeld, wie man da einfach so drin aufgeht, das fand ich auch sehr, 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 sehr spannend, ohne dass es jetzt diesen einen Moment unbedingt gab. Aber das war auf jeden Fall auch eine sehr spannende Phase. Ein Event kommt mir auch noch. Ich war im Homeoffice und es war der wahrscheinlich so 16. März 2020. Der Dow Jones fällt um 10% und auf einmal rufen wirklich im Büro 300, 400, 500 Kunden an und wir sind alle ins Büro gefahren. Alle haben versucht, die Telefone auch nur so anzunehmen, wie es irgendwie möglich war. Und genau für diese Tage bin ich in der Finanzindustrie eigentlich, weil das sind die Tage, für die macht man das, wenn es knallt, wenn die Märkte volatil sind, wenn was passiert, wenn es turbulent ist, da gehe ich, aber auch das Team, da gehen wir richtig eigentlich auf. So, das war grandios. Auch wenn natürlich das Event Corona per se sehr, sehr gravierend war für viele Menschen auf der Welt. Rein jetzt von der professionellen Area war das sehr lehrreich. Ja. Ja, gut, das sind ja eigentlich diese Extrem-Events, wo du nachher irgendwie zurückdenkst und denkst, in der Situation war es die Hölle, aber im Nachhinein bin ich in der Zeit eigentlich professionell 3 Jahre gewachsen oder sowas. Okay, also sind wir auch weniger bei Wolf of Wall Street, sondern eher vielleicht bei The Big Short oder so. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Okay, jetzt hast du 3 erwähnt. Julian? Ich muss Amsterdam auch nochmal erwähnen. Also gerade aus People and Culture-Sicht ist das natürlich überragend. Ich habe es auch noch nie davor gemacht. Also wirklich mit der ganzen Company 4 Tage in ein fremdes Land ja sogar zu fahren und dort Zeit miteinander zu verbringen, überragend. Also wir sind damals in der Planung so von 60-70% ausgegangen, die mitkommen. Es sind dann wirklich fast 90 geworden. Es war ein extrem guter Mix aus
klar, dem einen oder anderen Workshop, aber größtenteils ging es darum, Zeit miteinander zu verbringen und Leute zu connecten, Teams zu connecten und Spaß zu haben. War dann auch ein Abend am Strand, eine fette Beachparty gemacht. Also war echt ein Highlight und ich glaube, da wird jetzt auch erstmal, ja, bis da wieder was rankommt, das wird dauern. Ansonsten, ach klar, viele Momente, die ich so im Kopf habe, ob das jetzt irgendwie, ich sag mal, Siege beim Fußballturnier irgendwie waren. Ne? Stimmt, also stimmt. Auch da wieder Teams mixen sehe ich irgendwie. Ja, das. Ja. Startup League, in der wir gespielt haben, wo wir auch einige Erfolge feiern durften. Ja. Gute Zeit. Ja. Ansonsten einfach hier so auch das Miteinander. Ne? Also Zusammenarbeit mit den Kollegen und Kolleginnen, so das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht. Also gerade dieser Punkt, den ihr beide jetzt angesprochen habt, okay, ganz viel Zusammenarbeiten, Inter-Team oder Interdepartment zusammenarbeiten, ist ja ein riesen Benefit, wenn du halt weißt, was im Marketing oder dass du die Marketing-Leute besser kennst in deiner täglichen Arbeit. Es ist ja nicht nur quasi cool in dem Moment, sondern bringt ja auch voll viel für ein tägliches Doing in dem Moment. Ja. Jetzt vielleicht noch als kurzen Abschluss. Jetzt haben wir darüber gesprochen, okay, ihr seid beide so nach Ende des Studiums eingestiegen mit ein bisschen Berufserfahrung. Wie kann ich jetzt bei euch starten? Also sucht ihr grundsätzlich Werkstudierende, Praktis, Absolventen oder muss ich erstmal 3 Jahre in der Bank gearbeitet haben, um bei euch eine Chance zu haben? Nee, überhaupt gar nicht. Also gerne mal bei uns auf der Website gucken, da ist auch alles ausgeschrieben. Wir suchen im Endeffekt wirklich in allen Bereichen immer Interns oder Werkstudenten. Und es gibt auch hier intern extrem viele Erfolgsgeschichten, weil als Unternehmen man die Leute, die Personen natürlich halten will. Das ist, ne? Also das ist so der Best Case. Also haben wir wirklich unzählige Geschichten, die es teilweise auch bis ins Management geschafft haben. Ne? Also also von daher, an jeder Ecke gibt es hier Möglichkeiten einzusteigen. Genau. Und auch dann natürlich langfristig einzusteigen, weil natürlich auch aus, ich sag mal, Absolventensicht natürlich auch Vorteile hat. Ne? Also Noah hat es ja auch so gemacht, ich habe auch so gemacht, weil du natürlich auch weißt, okay, ich kenne die Company nach 2 Jahren Werkstudent dort. So ist ja für mich auch kaum Risiko. Also auch da ist wieder Win-Win. Genau, von daher sind die Türen offen. Ja, das Verrückte ist ja, finde ich, an der Werkstudentenposition, wenn du nachher einsteigst, okay, so das Ende vom Studium ist gar nicht so dieses riesige Event, ja. Sondern, ja, cool, bin halt freitags irgendwie ein bisschen früher gegangen und dann, ja, Montag war genau derselbe Tag eigentlich, ja. Ja, stimmt. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank für die Insights. Ich fand es mega spannend. Auch natürlich mal super spannend, genau zu verstehen, was ihr macht. Toll, dass wir hier sein durften. Vielen, vielen Dank. Danke. Hat Spaß gemacht. Wenn ihr noch Fragen habt an die beiden, wir verlinken die Talent-Community unten. Das heißt, ihr könnt da noch mal ein paar Fragen stellen, wie es hier ist zu arbeiten, um noch ein paar andere Eindrücke zu sammeln. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.